Servus Leute, hallo, wie geht's? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir starten den zweiten Versuch, uns für die Weekend League zu qualifizieren. Beim ersten Mal hat es natürlich nicht erreicht, denn wir haben bloß 2 Siege geholt. Man braucht ja anscheinend 3 Siege. Habt ihr denn schon die Qualifikation zur Weekend League geschafft oder spielt gerade die Weekend League? Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare hinein, wie ihr abgeschnitten habt. Ansonsten Däumchen da lassen, vielen Dank schon mal im Voraus. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Let's go! Ist es doch schon passiert? Ey Leute, hört doch mal auf, ey, mit so einer Tore jedes Mal. Ja, man denkt, da steht davor. Nee, man steht nicht davor. Komm on, Alter, das ist das zweite Ding jetzt hier. Geht das schon wieder genauso los, oder? Mann, mit ein bisschen Glück. Sag mal, habt ihr auch das Gefühl, dass das Gameplay eigentlich irgendwie ein bisschen kurios, komisch ist, ne? Also ich hab das ja auch schon aufgefallen, oder mir ist das ja auch schon aufgefallen, jetzt verquatsche ich mich schon, mir ist das auch schon aufgefallen, dass das irgendwie, es ist zwar noch so ein bisschen Pace-lastig, aber Pace ist, glaube ich, nicht alles in dem Spiel, ne? Ja, sein scheiß Zufallstor hier, ja, das zeigst du wieder, oder was? Manuike, Alter, du hast 90 Tempo, das sieht aus, als wenn ihr pennt, Junge. Ja! Da ist er doch! Olle Olli, Junge! Sieht's denn eigentlich hier bei meiner Evolution von Gomez aus? Das siehst du, das wollte ich ja hinterher auch mal nochmal gucken. 5 Spiele noch, also 1 Spiel muss ich noch machen und dann haben wir den hier. Achso, falls ihr das nachmachen wollt, genau, brauche ich ja jetzt nicht extra Video machen, Leute. Gomez in die Evolution rinhauen, in Super Sprint und danach haut er den rin in. Genau, und dann danach haut er den Gomez hier nochmal in Aufschwung rin, ja? Da hat er dann nämlich nachher 83 oder 84 Tempo. Am schlimmsten finde ich eigentlich die Leute, die jetzt hier schon Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, ja, die Palmer schon haben außen. Ja, mal einfach irgendwie 50.000 Euro schon investiert, ne? Kann man ja mal machen. Aha. Aha. Nee, das ist der Linksfuß, Mann. Das wird er nicht. Linksfuß, Manuike, Manuike. Manuike, pass auf jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, heute ist ja nur noch wichtig, dass man greedy macht und den anderen ärgert oder so, ne? GG's. So, jetzt haben wir wieder 2 Siege. Was machen wir denn jetzt? Verlieren wir jetzt wieder 3 Spiele? Nein! Oh Mann, Alter! Der hat doch gar nichts gemacht und ich mach den Fehler. Mann, Anthony Godon hat 90 Tempo. Alexander Arnold krepelt irgendwo bei 81 rum oder was? Und der holt den auf. Wem willst du das denn erzählen? Wem willst du das erzählen? Ach komm, ey, hör doch auf mit so einer Scheiße. Wie kann das denn sein? Was ist denn das für ein Schuss gewesen? Leute, das kann doch wohl ja nicht wahr sein, oder was? Das war doch gewesen jetzt eben gerade. Meine Fresse, ey. Könnt mich schon wieder aufregen, so richtig, Alter. Könnt ihr mich da ein bisschen verstehen? Ich denke ja, oder? Mein Gott, ey, das kann doch... Das gibt's doch ja nicht. Wie kann denn sowas passieren? Geht doch. Und das war sein linker Fuß, ja? Anthony Godon hat Rechtsfuß eigentlich. Ja klar, bleibt da einfach stehen. Willst du mich verarschen? Bleibt er da einfach stehen? So deppenmäßig wie der ist, Alter. Da soll mir noch mal einer sagen, dass das hier nicht gescriptet ist. Wirklich. Es ist nicht gescriptet. Es ist Obst im Haus. Für wen war denn der Pass jetzt, bitteschön? Das müsst ihr mir ja mal erklären, EA. Hm, klar. Klar!
Klar! Ihr verarscht mich doch hier die ganze Zeit! Komm her, Junge! Komm her! Komm her! Muss ja erstmal umgrätschen hier. Dem Spiel sagt man jetzt ja nichts, ne? Nichts sag ich dazu. So richtig nichts. Aber einfach nur deswegen, weil wir nämlich schon fertig waren. So, schauen wir uns mal die Belohnung an, wa, Leute? Die Kackbelohnung, wollte ich gerade sagen. Wollen wir mal ein bisschen runterfahren. So richtig Prime klein und ein seltener. Walkout? Nein, natürlich nicht. Warum sollte da auch ein Walkout drin sein, ne? Sanchez. Irgendwen von ihm brauchen. Jakin kann ich davor die brauchen. Nicht ihn. Und ein Seltenhit. Na dann mal los. Alle selten. Jetzt sieht mir mal ein Walkout hier. Walkout! Leute, Walkout! David oder Bernardo? Bruno. Ja, den Hike schon gehabt, der ist scheiße. Also ich bin mit dem nicht klar gekommen. Ich hatte mir den gekauft für 17.000, hab ihn dann nachher, wie gesagt, Preis ist ja dann runtergegangen, hab ihn dann wieder für 16 oder 15 noch verkauft. Ist jetzt nicht so berauschend, ja. Hier, kick mal, direkt auf 12. Für 12 kriegst du jetzt schon. Ja, den will keiner haben. Den will keiner haben. Hauptsache, ihr verliert euren Mut nicht am Spiel und nicht, wenn er jetzt fünfmal hintereinander verliert oder so, dass er den Controller in die Ecke schmeißt. Immer schön dranbleiben, wie gesagt, das pegelt sich nachher irgendwann. Bis Mitte Oktober pegelt sich das alles in und dann spielt ihr auch wirklich gegen eure Leute, die genauso stark sind wie ihr. Ansonsten kann ich euch nur noch empfehlen, Leute, hier oben guckt mal, ich hau euch da mal die Controller-Einstellung von mir rein, was ich so drinne habe. So spiele ich zum Beispiel. Schaut euch unbedingt mal das Video an, solltet ihr da mal gesehen haben. Bis dahin, macht es gut.